Moin Moin, Servus und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Evoland 2. Ich bin der Muta und ja, in der letzten Folge haben wir sehr, sehr viel Geschichte mitbekommen. Und zwar wollte hier unser lieber Kuro die Welt zerstören, beziehungsweise hat es auch getan, indem er die Waffe eingesetzt hat. Aber kurz bevor sie dann explodiert ist, hat uns Ceres gerettet. Ceres ist ein Mischling, halb Dämon, halb Mensch. Und sie hat uns erzählt, dass wir die Welt retten können, indem wir einen Schlüssel zusammentragen. Er ist in 5 Teile zersplittert, beziehungsweise zerbrochen worden. Und ja, wir müssen jetzt durch die Zeit reisen, die Splitter suchen und ihn wieder zusammensetzen. Einer soll hier auf dieser Insel sein, aber wir müssen einen Megalithen finden und dann durch die Zeit reisen, indem wir ihn aktivieren. Ich bin mal gespannt, wie wir das jetzt schaffen. Was zum Teufel redet ihr da? Ach, guck mal, da stehen wir mit Menos. Ich stelle nur Theorien auf. Genauso gut könnten wir in einem Zeitalter landen. Oder in dem von Fräulein Fina und Megaklink. Aber, wie Fräulein Fina sagen würde, ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Genau! Los geht's, Kuro. Wir werden es erst herausfinden, wenn wir dort sind. Und in dieser Zukunft will ich nicht bleiben. Huh? Sie sind verschwunden. Warum bin ich nicht mit ihnen gegangen? Und was mache ich jetzt? Heißt das, wir treffen jetzt wieder... Wir treffen wieder Menos. Wir treffen wieder auf Menos. Wie cool. Schnell hin. Schnell hin. Menos! Bin ich froh, euch wiederzusehen. Megaklink. Fräulein Fina. Ich dachte, ihr wärt auf immer verschwunden. Das kann nur bedeuten, dass der Megalith seinen Zweck nicht erfüllt. Stimmt nicht. Das hat er. Er hat korrekt funktioniert. Aber das ist eine lange Geschichte. Wo soll ich nur anfangen? Ich kann es kaum glauben, mein Sohn. Ein Terrorist. Und die Waffe. Aber ich sollte mich nicht so sehr sorgen. Reno ist in diesem Zeitalter schließlich kein Kind mehr. Er muss einfach vor der Explosion geflohen sein. Vielleicht sehe ich ihn ja doch wieder. Ich war auch ziemlich überrascht, als sie aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und als sie mir alles erzählten, fiel es mir ebenfalls schwer, es zu glauben. Wer würde jemandem Glauben schenken, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen? Erst... Nachdem ich mich mit Ceres unterhalten hatte, war ich vollkommen überzeugt. Ceres, können wir ihr trauen? Sie hat uns vor der Explosion der Waffe gerettet. Und sie hat uns verraten, wie man die verstreuten Teile des Magieschlüssels beschafft. Das ist mir durchaus bewusst, Fräulein Fina. Und ich bin mir zutiefst dankbar, ihr. Und sie hätte euch beide nie wieder gesehen, ohne... Sie hätte ich euch beide nie wieder gesehen. Mein Vater hat immer gesagt, dass alles seinen Preis hat. Warum ist sie euch nochmal zu Hilfe gekommen? Das würde ich doch gerne wissen. An ihrem Wissen über die Magie besteht jedenfalls kein Zweifel. Die kargen Beschreibungen des Magieschlüssels, die ich studiert habe, bestätigen ihre Erklärung. Für meinen Sohn macht das keinen Unterschied. Ganz im Gegenteil.
Wenn wir die Waffe von der Zeitachse entfernen, wird Reno nie daran gedacht haben, sie zu aktivieren. Ein beträchtlicher Teil der Geschichte wird neu geschrieben werden. Ehrlich gesagt, macht mir der Gedanke daran Angst. Woher wissen wir, dass es keine unbeabsichtigten Konsequenzen geben wird? Also ich werde nicht untätig herumsitzen. Egal was man tut, ein Risiko besteht immer. Und ehrlich gesagt kann es kaum noch schlimmer werden. Ich kann echt schon nicht mehr lesen, Leute. Ich teile die Meinung von Fräulein Fina. Egal was wir ändern, meine Situation kann sich nur verbessern. Für uns ganz bestimmt, aber vielleicht nicht für alle. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich hoffe wirklich, dass wir das Richtige tun, Kuro. Schnell! Bringen wir die Teile des Magieschlüssels zu Ceres. Es freut mich, dass ich euch einmal mehr helfen kann, Mega Klink. Menos hat sich euch angeschlossen. LB, RB, um den Verbündeten zu wechseln, ja. Slipstream! Och nö, ich hatte mich so gefreut, dass wir jetzt diese coole Grafik hatten. Naja. Ist halt jetzt so. Okay, da können wir nichts machen. Da sind Piraten. Ja, da kommen wir so nicht einfach vorbei. Schade. Können wir auch nicht aufmachen. Na, dann sagen wir mal da Hallo. Herr Roberts, nehme ich an. Wer leibt und lebt. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuern dürstet. Ihr seht eher aus, als würdet ihr bereits eure eigene Legende leben. Macht das Beste draus. Das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer können sich jetzt ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern. Aber die Abenteuer machen das Leid wett. Wo wir gerade davon reden, würdet ihr mir gerne bei meinem nächsten Abenteuer zur Seite stehen? Ja. Wisst ihr, wie sich herausstellt? Wie soll ich sagen? Das alles ist noch so neu für mich. Will sagen, ich bin verliebt. So etwas soll ja passieren. Wer ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll. Sie ist erstaunlich. Sie ist stark und doch verletzlich. Wie kann eine Frau wie sie nur jemanden wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistiken anschaut. Ich bin nicht sehr versiert in der Liebe. Aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf heikle Angelegenheiten einließ. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee! Nur einen Moment bitte. Da, bitteschön. Einen Liebesbrief an die Person, die mein Herz gekapert und mir den Schlaf geraubt hat. Hab Dank. Wenn sie sich meiner Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbarsten Schätze euer eigen nennen. Versucht erst gar nicht, mein Versteck zu finden. Es ist so gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich werde gespannt ihre Antwort auf meinen Brief harren. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem ganzen Kontinent. Warum muss das so kompliziert sein? Was für eine niedliche Geschichte, meint ihr nicht auch, Kuro? Mit den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen. Wenn beide Parteien nach Treu und Glauben handeln,
sollten das Ergebnis beiden zum Vorteil gereichen. Okay. Neu hier, was? Pass lieber auf, oder ich schwöre, ich werde diese Mannschaft im Zorn verlassen. Yay, juhu, Pirat zu sein ist echt super cool. Jeden Tag danke ich den Meeren, dass ich Herrn Roberts gefolgt bin. In letzter Zeit macht er allerdings irgendwie einen auf besorgt. Okay. Ja, dann wollen wir mal die Segel setzen und... Ah, ich kann jetzt selber rumschippern, aber nur im flachen Gewässer. Da ist doch dieser dumme Vulkan. Warum darf ich dann nicht hin? Sehr gemein. Warum geht das nicht? Muss ich echt an einen Steg ran? Dann gehen wir aber nicht in den Steg, sondern... Gehen wir hier an Bord, okay. Och nein, ich weiß, wen er meint. Er meint da dieses wunderschöne Wesen. Ich träume davon, dass mich eines Tages mein Traumprinz auf einem wunderschönen weißen seid ihr das vielleicht? Nach dem Gesichtsausdruck zu urteilen, glaube ich kaum, dass Kuro gemeint ist. Könnte es sein, dass... Ja, es kann sein. Oh, ihr habt einen Brief für mich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie süß. Lasst mich ihn lesen. Na, wo ist er denn? Da ist er. Die Antwort lautet ja. Ich habe euch schon immer so sehr bewundert, mein liebster Pirat Roberts. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass ihr so jung seid. Mit eurem glänzenden Haar und der hochgeschobenen Brille. Seid ihr genau mein Typ? Das Smiley. Ich glaube, da gibt es ein kleines Missverständnis. Hier, Herr Roberts, das wird meine Liebe für euch beweisen. Ein Tinder-Profil findet ganz große Liebe. Wie romantisch. Ich denke, das sollte reichen. Kehren wir zurück, um den alten Piraten einen Besuch abzustatten. Ich werde all meinen Freundinnen erzählen, dass Pirat Roberts ein schmucker junger Mann mit prachtvollem Haar ist. Ja, gut. Ja, ich möchte die Segel setzen. Na? So, hallo. Ich bin wieder da. Wo ist das Tinder-Profil? Da, bitteschön. Oh, ihr habt ihr Tinder-Profil gefunden? Das ist ja fantastisch! Die werde ich sowas von rechts swipen? War da nicht was von wegen Belohnung? Aber ja doch! Meine größten Schätze! Jetzt, da ich mit meiner Geliebten in den Ruhestand trete, habe ich keinen Bedarf mehr dafür. Es sollte nicht weiter schwierig sein, ich habe das Zeug an einem sicheren Ort vergraben. Es ist, ich weiß es nicht mehr. Ja, macht wohl Witze. Ganz und gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, wo ich meinen Schatz begraben habe. Monatelang habe ich an nichts anderes als meine Liebste gedacht. Und dabei habe ich Depp es vergessen. Aber das soll ja kein Schaden sein. Ich habe euch eine Belohnung versprochen. Also sollt ihr haben, was immer von meinem kostbarsten Besitz immer noch übrig ist. Tja, wenigstens haben wir nicht alles umsonst gemacht. Piratenflagge, eine authentische, aus echtem Bartha gewobene Piratenflagge. Kümmert euch darum. Sorgt dafür, dass man auch in 100 Jahren noch von dem Namen des Piraten Roberts erzittert. Meint ihr, das wird sich noch als nützlich erweisen, Kuro? Ja. Auch ich kann es nur hoffen. Zumindest haben wir diese zwei Turteltauben zusammengebracht. Was meinen Schatz anbelangt, ich werde den anderen Piraten sagen, dass jener, der ihn findet, der neue Piratenkönig sein wird. Das dürfte gewiss ihr Interesse schüren.
Die Geschichte kommt mir doch sehr, sehr bekannt vor. Und zwar aus einem Anime. Nur hat dort Roberts nicht die Liebe gefunden und sich zur Ruhe gesetzt, sondern... Ja, wurde doch geköpft, gehängt, wie auch immer. Und da gab es dann das One Piece, soweit ich mich richtig erinnere. Ich bin nicht so der Anime-Fan, muss ich zugeben. Ja. Mal nochmal mit ihm reden. Was mein Schatz anbelangt, das sagt jetzt dasselbe. Schade. Ja, ich möchte die Segel setzen. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Nee. Kacke. Dann gehen wir mal hier kurz durch das Portal. Slipstream! Ah, da steht sie. Perfekt. Kuro, ich wüsste gerne mehr über die Fragmente des Magieschlüssels. Yep. Ihr wollt mehr? Feuer. Die Unterschrift findet ihr in eurer Gegenwart in der Nähe eines Vulkans. Okay, ja. Eis war... Stimmt. Wir sind ja in der Vergangenheit hier. Dann müssten wir vielleicht das Eis finden. Schauen wir doch mal. Mayenne-Brücke. Ebene von Dagorland, Dämonia und nach unten geht's. Wir haben diese Dämonen in den Grund und Boden gestampft. Jetzt gilt es nur noch, Dämonia einzunehmen. So, ich weiß echt gerade nicht mehr. Okay, da ist der Stein schon unten. Also geht es nicht nach Norden. Finden wir dann in der Schmiede vielleicht was? Ja. Erstmal Töpfe zum kaputt machen, aber hier ist leider nichts. Schade. Mich zu belästigen ist Zeitverschwendung. Ich habe nämlich keine Waffen zu verkaufen. Ich fertige nur ganz besondere Waffen, müsst ihr wissen. Solche Waffen können aber nur aus Urikon-Erz geschmiedet werden. Habt ihr etwas Urikon abgebaut? Oh, dann lasst mich etwas daraus schmieden. Was soll ich für euch anfertigen? Erstmal das Schwert. Und yep, also dann los. Weil ich will einfach mehr Schaden machen. Fertig! Das ultimative Schwert, eine schärfere Klinge werdet ihr nicht finden. Mit Verlaub, das ist Handwerk vom Feinsten. Kommt ruhig wieder, wenn es andere Gegenstände gibt, die ich für euch schmieden soll. Okay, jetzt habe ich das beste Schwert. Das freut mich schon mal. Was finde ich denn hier? Urikon-Erz. Okay. Wie viel habe ich denn jetzt davon? Ich glaube nur noch eins. Yep, nur eins. Aber das macht nichts. Ist wohl ausgerüstet.
Dann. Mir fällt das jetzt erst hier auf, wie das hier aussieht, diese Crafting Table. Der sieht aus wie von Minecraft. Wie cool. Sehr, sehr cool. Aber ich stehe jetzt gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch, was wir jetzt als nächstes machen. Aber das überlege ich mir jetzt in der kleinen Pause zwischen den Folgen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der Schock mit Captain Roberts Liebsten sitzt nicht zu tief. Ja, ich sage mal dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. I got you.